Das Internet ist voller Materialien, die man auch im Weiterbildungskontext gut gebrauchen kann. Jeder hat wahrscheinlich eine eigene Art, wie er mit diesen ganzen Materialien umgeht. Der eine sammelt es als Favoriten oder Lesezeiten im Browser, der andere kopiert sich das in Word-Dateien. Eine sehr fortgeschrittene Lösung gibt es bei EduTechs. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Wir sind dafür nach Essen gefahren, an die Universität Duisburg-Essen, wo am Learning Lab Jana Scharnberg arbeitet. Sie ist zuständig für ein Projekt, das EduTechs heißt. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, das uns hier zu erklären. Fangen wir mal mit der einfachsten und vielleicht auch schwierigsten Frage gleichzeitig an. Was ist EduTechs? EduTechs ist eine Social Bookmarking-Plattform. Das heißt, Links können hier gesammelt werden, ähnlich wie Favoriten oder Lesezeichen im Browser, können aber hier jederzeit wiedergefunden werden und auch später erinnert werden. Und was ist der Vorteil gegenüber der Lösung, Lesezeichen im Browser abzuspeichern? EduTechs wurde ursprünglich konzipiert für Lehrkräfte mit dem Hintergedanken, dass viele Lehrer und Lehrerinnen einfach auch an unterschiedlichen Rechnern arbeiten zum Beispiel und wenn Lesezeichen lokal abgespeichert sind, können sie nicht jederzeit wieder abgerufen werden können. Und so bietet EduTechs einfach eine gute Möglichkeit, von überall auf die eigenen Materialien zugreifen zu können. Die genauen Funktionen können wir uns jetzt mal direkt hier live anschauen. Die kann man natürlich auch ausprobieren, denn das Wichtigste vielleicht vorab, EduTechs ist kostenfrei und man kann sich jederzeit dafür anmelden, richtig? Genau, auf jeden Fall. So sieht die Startseite aus. Mhm. Was sind so die ersten Schritte, die man macht, wenn man EduTechs neu kennenlernt? Ich kann auf EduTechs ganz global einfach nach verschiedenen Suchbegriffen suchen, für die ich zum Beispiel einen Unterricht vorbereite und habe da Zugriff nicht nur auf meine eigenen Lesezeichen, sondern auf alle öffentlichen Lesezeichen im ganzen Portal. Ich kann zum Beispiel nach Politik suchen, da weiß ich, dass wir gerade ein paar Ressourcen auf unserer Testplattform haben. Und ich bekomme dann angezeigt eben die verschiedenen Ressourcen oder den verschiedenen Tags. Teilweise können die Suchergebnisse einfach ziemlich umfangreich sein. Das heißt, ich kann dann auch noch weiter filtern. Ich bekomme hier zum Beispiel so eine Tag-Cloud. Da kann ich mir dann eben einen interessanten Tag für mich aussuchen, um das weiter zu verfeinern. Und kann dann, wenn ich zum Beispiel nach OER-Materialien suche, also wenn ich Materialien suche mit Creative Commons-Lizenzen, dann hier auch noch so einen bestimmten Filter auswählen. Und bekomme dann eben auf einen Blick sofort angezeigt, welche Ressourcen ich wofür verwenden kann. Das heißt, jetzt sind nur Materialien da, die zu Stichwort Politik, Unterthema Europa und mit Creative Commons Lizenz versehen sind. Genau. Was passiert jetzt, wenn ich mir eine einzelne Ressource anschauen will? Ich kann dann auf die Detailansicht gehen. Und bekomme dann angezeigt, welche User schon diese Ressource getaggt haben. Nochmal einen größeren Screenshot und eben auch die ganze Liste der Kommentare. Das Wort Tags ist ja ganz zentral, steckt schon im Namen drin. Was genau kann man unter Tags verstehen? Das ist ja was, was ich in Lesezeichen nicht unbedingt kennengelernt habe. Das sind einfach Schlagworte, unter denen ich dann meinen Link am besten wiederfinden kann. Also anders zum Beispiel als im Ordnersystem auf dem Rechner, wo ich dann eine Ressource in einem bestimmten Ordner stecke und da bleibt sie dann auch, sind einfach Schlagworte viel mobiler und ich kann viel flexibler auch danach suchen. Das heißt, ich kann mir auch meine eigenen Schlagworte ausdenken. Ich muss nicht das nehmen, was die Plattform mir da anbietet, sondern ich kann auch sagen, das ist für meinen, weiß ich nicht, Einführungskurs. Dann kann ich das auch mit Einführungskurs als Schlagwort versehen. Ja, genau. Was muss ich machen, wenn ich selbst mein erstes Bookmark anlegen will? Ganz einfach. Wir haben ein Bookmarklet entwickelt, was sich ganz einfach per Drag and Drop im Browser installieren lässt. Ich ziehe das einfach in die Lesezeichenliste hoch und kann dann, wenn ich beim Browsen auf eine für mich interessante Ressource stoße, einfach dieses Bookmarklet öffnen. Kann mich dann darüber auch anmelden. Das heißt, du hast dich vorher auf der Plattform angemeldet? Genau, ich habe mich vorher registriert, habe einen Account, kann dann praktisch beim Browsen dieses Bookmarklet aufrufen, bekomme dann auch schon angezeigt Titel, Ressource, URL. Ah, können wir das kurz einzeln durchgehen, so für mich als Anfänger? Natürlich. Ich rufe das Bookmarklet auf einer Webseite, die ich interessant finde.
bekomme dann angezeigt den Titel, die URL, kann mir überlegen, ob das ein Bookmarklet ist, was ich nur für mich sehen möchte. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und kann dann zum Beispiel aus meinen häufigsten Tags, aus meinen letzten Tags auswählen. Hier in dem Fall dann sagen wir mal Europa, Politik. Ich kann mir auch einen speziellen Tag ausdenken, um das vielleicht besser zu sortieren. Also weil ich beispielsweise ein Seminar in Europapolitik gebe, kann ich jetzt beispielsweise sagen wir Pol. Ich könnte dann hier noch einen Kommentar reinschreiben. Ich kann auch einfach dann speichern. Ah, okay. Das heißt, jetzt ist eigentlich nichts anderes passiert, als wenn du ein Lesezeichen bei dir im Browser ablegen würdest. Genau. Nur, dass es jetzt in deinem Account bei EduText abgelegt ist und weil du nicht privat gesetzt hast, auch andere Leute sehen können, okay, das passt zu dem und den Stichworten. Ja, ganz genau. Okay, habe ich verstanden. So, und wenn wir jetzt nämlich nochmal, vielleicht kannst du da mal draufklicken, auf die Startseite von EduText gehen, genau, nochmal aktualisieren, dann sind wir jetzt eingeloggt. Jetzt haben wir ja was Bookmarklet gemacht. Und ich bekomme hier alle Lesezeichen, alle Bookmarks angezeigt, die ich jemals entweder getaggt oder bewertet habe oder kommentiert habe. Also sozusagen meine persönliche EduText-World. Und das Schöne daran ist, ich kann dann eben wieder über die Schlagwort, über diesen Tag eben eine neue Sammlung zusammenstellen. Und diese URL, die kann ich meinem ganzen Seminar, meinen ganzen Zuhörern beim Vortrag zur Verfügung stellen, sodass sie eben auf meine interaktive Linkliste Zugriff haben. Ah, das ist ja praktisch. Die müssen sich ja dafür auch nicht anmelden, richtig? Genau. Das heißt, ich mache für mich eine Materialsammlung, zum Beispiel für einen Vortrag oder für ein Seminar unter einem bestimmten Schlagwort und könnte sogar noch überlegen, ich mache nur einen Teil davon für meine Teilnehmer als Leseliste. Mhm. Die heißt dann mit dem zusätzlichen Schlagwort, weiß nicht, Leseliste. Und dann kann ich den Leuten einfach sagen, hier unter der Adresse findet ihr 10 Anlaufstellen im Netz. Genau, die du persönlich eben gut fandst und die zu deinem Vortrag passen, die es erweitern. Ah, okay. Ich kann aber auch, wenn meine, zum Beispiel meine Seminarteilnehmer Lust haben, eben auch diese Liste zu erweitern, können die sich auch einen Account machen, unter dem gleichen Schlagwort Lesezeichen anlegen und so die Liste eben erweitern. Und so kann ich gemeinsam eben so eine interaktive Linkliste auch erstellen. Wie groß kann man sich das insgesamt vorstellen? Wie viele Materialien sind da bisher abgespeichert worden? Bisher, also EduText lief ja bisher als Beta-Version, haben wir über 40.000 Links in unserem Pool. Genau, wir hoffen natürlich, dass es weiter wächst, mit je mehr Usern wir haben. Und genau. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass die Plattform ursprünglich für Lehrer in Schulen entwickelt wurde. Mhm. Warum sollte das jetzt jemanden, der im Bereich Weiterbildung unterwegs ist, interessieren? Weil einfach das Problem natürlich genau das gleiche ist. Und ich denke auch gerade im Bereich Weiterbildung, zum Beispiel digitale Ressourcen, eine immer größere Rolle spielen werden und auch viel mehr Möglichkeiten bieten können, Kontakt und Interaktion mit den Seminarteilnehmern oder Kursteilnehmern, wie auch immer, zu treten. Das heißt, materialtechnisch ist es ja nicht auf irgendwie ein Fach oder ein Themengebiet beschränkt, sondern alles, was man im Web als Ressource findet, kann man da auch einspeisen. Genau. Und wir haben eben unseren Schwerpunkt, dass wir eben auch deutlich machen wollen, was ist eine Ressource, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Es ist aber wirklich möglich, alles abzulegen, was eben einen Link hat. Mhm. Als Nutzer muss ich mich mit der Frage ja gar nicht beschäftigen, was für eine Lizenz hat das, was ich hier ablege, weil das automatisch euer kleiner Roboter ausliest. Genau, ja. Okay.